Herzlich willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Fettspielen YouTube Kanal. Mein Name ist Tim und ich spiele mit euch, ja, Build with Chrome. Ja, also quasi ist so eine Build Academy, so ein Lego Programm in Google Chrome drin. Und ich werde jetzt mal schauen, ich habe es selber noch nicht gestartet, wie das hier alles funktioniert, mit dem Bauen beginnen. So, das soll ziemlich abgefahren sein, da bin ich ja mal gespannt. So, man hat hier am Anfang so Lego-Steine. Ja. Jetzt kann man was bauen, ja. Wie geil ist das denn? Oh Gott, ich liebe Lego. Ich habe früher so viel Lego gespielt. Okay, was haben wir denn alles? Wie viel haben wir denn von jedem? Wahrscheinlich unendlich viele, ne? Ich würde sagen, wir bauen mal... was können wir denn bauen? Wir bauen mal ein Basic House erst. Genau. Zack. Zack. Zack, zack. Nee, da hinten drauf. Ah, okay, das geht. Links, Rechtsklick, Baustein entfernen, Leertaste drehen. Warum geht das nicht? Ah, nee, Pfeiltasten ist das Drehen, okay. Mausrad ist Zoom. Oh, ist das gut, ey. Steuerung Z, rückgängig machen. Leertaste plus ziehen. Ah, da kann man auch so ein bisschen. Okay, sehr schön. So, ich würde sagen, wir bauen uns mal ein kleines Häuschen. Hier die Fett Villa. Die kommen jetzt erstmal hier oben hin. Zack. 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 Nein! Rechte Maus, das kann man auch machen, genau. So, und dann machen wir, jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber wird ganz lustig. Wir machen ja auch nur den Anfang hier, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon gezockt habt oder überhaupt schon wisst, dass es das gibt. Ich finde es eigentlich eine extrem lustige Sache, gerade ich bin halt mit Lego aufgewachsen. Ja, da mache ich auch gerne ein bisschen Werbung für, weil das schult nur euer Gehirn. So, zack. So, zack. Ah, hier kann ich die Farbe wählen. Ah, sehr schön. So, ich will ein schwarzes Dach. Schwarzes Dach. Jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich das natürlich verbockt, ne? Ja, lass mal gucken hier. Na, dann machen wir es doch so. So, zack. Zack. Ah ja, da wird es dann ein bisschen schwer, aber es geht alles. Es geht alles. Okay. So, zack. Zack, und jetzt die da oben hin. Und dann haben wir hier aber diese Lücke, ne, denke ich mal. So, können wir das... Ah, das ist wie bei Photoshop. So, und das machen wir jetzt oben in die Mitte. Aber gedreht natürlich. Um dem Ganzen ein bisschen Stabilität zu geben. Nee. Ah, da brauchen wir vielleicht was anderes. Jetzt mal gucken, was haben wir denn noch hier? Wir können jetzt eigentlich so machen. So. Ich will nochmal drehen. Dann müssen wir erstmal so machen. Ja, den wollte ich da nicht hin haben. Oh. Steuerung Z. Ja, Steuerung Z. Beste Taste jetzt schon. Oh, ich muss mich mal ein bisschen weiter hochsetzen, damit ich hier überhaupt was sehe. Es ist jetzt ein bisschen tricky, muss ich sagen. Ich muss das mal drehen hier. So, ich denke, dass es so einfacher wird. Zack. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen hochgehen. So, das ist... Ja, genau, das wollte ich aber nicht. Ich wollte es eigentlich dann schon... Was haben wir denn da gebaut für ein Shit? Nee, es stimmt. Das ist nur die Perspektive, die hier ein bisschen... die ein bisschen uns einen Streich spielt. Das sollte weg und das sollte auch weg. Dann brauchen wir wieder so einen. Den drehen wir wieder so.
Ihr seht, es ist gar nicht so einfach, hier das zu handeln, aber wir sollten das hinbekommen. Wir können auch die Dreier hier nehmen und die hier oben drüber setzen. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Ich habe Dreier gesagt. Was könnten wir denn noch machen? Was wäre denn noch schön? Also im Echten würde ich jetzt halt was vorher zusammenbauen. Da würde ich jetzt sagen, okay, wir nehmen... nee, komm, wir machen es schon mit denen hier. Wir machen es mit denen da. Das geht. Das geht schon. Das sieht aber scheiße aus. Ich will eigentlich nur sowas drüber machen hier. Da haben wir uns doch verbaut. Da haben wir uns verbaut. Was können wir da machen? Da machen wir doch sowas. Post mal auf hier. Haben wir Dreiersteine? Wir haben Zweier, Vierer, Einser. Wir könnten das... Wir machen jetzt sowas. Passt auf. Ganz lustig. Zack, 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 zack. Nein. Nein. Dazwischen. 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 Nein. Gott, ich Noob, ey. Zack. Dazwischen. 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 Jetzt sind wir nicht weiter, nur höher. Was ist das für einer? Den will ich nicht. Jetzt, mir fehlen da echt halt ein paar Steine, ne? Also, was soll ich euch dazu sagen? Wir können ja hier so ein crazy Stuff machen. Pass auf, jetzt wird's ganz abgefahren. Jetzt wird's ganz abgefahren. Das ist ja mal richtig scheiße, ey. Wenn man einen Dreier braucht und keinen hat. Das ist richtig scheiße. Naja, wir lassen das so. Ist einfach ein Open-Dach, ja? Jetzt schreiben wir noch einen Namen. Nee, dann machen wir nicht mit denen. Machen wir mit denen hier. Passt auf, jetzt wird's abgefahren. Ein Namen, den ihr noch nie gelesen habt. Tim. Ja, geil. Geil, geil. Ja, so schreibt man Namen nicht. ja, seht ihr es? Hier mit dem 3D-Effekt, den ich hier noch dazu mache. Nein, also nee. Ja. Ja, Tim, geil geschrieben, richtig geil. Also das ist schon der Hammer, wie du das so bringst. Machen wir hier so dich ein bisschen fett, ne? Machen noch einen I-Punkt in Rot, ha? Passt auf. Zack. Aber auch 3D, ja. Ja, Tim. Richtig gut, was ich hier mache. So, jetzt schreiben wir noch, jetzt machen wir nichts, probieren wir noch ein paar Steine aus. Ja, die sind eigentlich auch immer schön. Ah, oh, die mag ich. Machen wir noch ein bisschen Rot. Wir machen mal die Farben durch, gucken uns das an. Wie das so ausschaut, ne? Was haben wir hier noch? Grün. Schön, 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 schön. Grüner Stein ist auch ein ganz schöner. Dann will ich den noch sehen hier. Ja. Okay, gelb wollen wir jetzt nicht angucken. Da, komm, nehmen wir auch noch. Also ich finde das echt, echt interessant und wir könnten da echt auch mal was richtig machen. Macht mal auch eure Sachen. Ich veröffentliche jetzt das Ganze, ja. Dann mache ich hier veröffentlichen. Weiß ja jetzt auch nicht, was da passiert. 2D-Figuren. Zufallsauswahl, was bedeutet das? Ne, 2D. Ach so, nun kannst du die Kategorie Zufallsauswahl. Ich stimme den zu, veröffentlichen. So. Mein Bauwerk wurde veröffentlicht. Teile es nur mit anderen. Ja. Build with Chrome. Geil. Bauwerk ansehen. Das ist mein Bauwerk. Ach du Scheiße, jetzt wird es irgendwo in Deutschland hingesetzt. Das ist ja das Abgefahrene. Das habe ich nämlich auch gelesen. Da wird jetzt auf den Google Maps quasi, wird irgendwo das Ding hingestellt. Dann drücke ich jetzt hier bauen. Ich nehme halt die Parzelle. So. Jetzt habe ich das da gebaut. In Berlin.
Oder? Was Zusatzsteine? Ach, da gab es auch Türen. Ich Opfer. Guck mal hier, da gab es auch schöne Türen. Hätte man eine Tür reinmachen können. Genau, also ich habe das jetzt gebaut. Nee, nee, nicht verlassen. Wo kann ich mir das jetzt angucken? Ich kann mir nochmal Tipps machen. Ich sehe hier rauszoomen, da kommt auch nichts. So, dann mache ich mal abbrechen. Die Seite verlassen, dann gucken wir mal, wo ich meine Bauwerke finde. Wo ist jetzt mein Bauwerk? Ja, es ist jetzt nicht mehr da, glaube ich. Hier in Karlsruhe haben schon Leute gebaut, welche. Seht ihr es? Da. Mikes Bauwerk. Wahnsinn. Ich will sehen. Zeig her. Geil. Wow, Bro. Hast du denn gebaut, ey? Ja, geh mal wieder zurück, oder? Wir kommen wieder zurück. Das ist halt noch ein bisschen tricky. Ja, da hat hier irgendein Schiff gebaut. Crazy, crazy stuff. Wenn ich jetzt wieder auf Bauen gehe. Ne, ich will nicht hier bauen. Ich habe ja gerade hier gebaut eigentlich. Aber wir sind irgendwie nach Berlin geschickt worden. In der Maximilianstraße oder sowas. Diese Parzelle ist noch frei. Hier haben schon ein paar gebaut. Wo sind meine, ey? Das ist doch, das verstehe ich noch nicht ganz. Diese Parzelle ist noch frei. Also wie kann ich mir eine aussuchen? Muss ich da ganz ranzoomen? Ja. Ah, ne. Passt auf. Ich baue jetzt genau hier was. Ach du Scheiße, wie abgefahren ist das denn bitte? Ich muss hier ranzoomen und dann machen wir hier bauen. Ja, komm. Und wie baue ich da jetzt? Oh Gott, oh Gott. Ist das noch ein bisschen buggy, ey? Andere Parzelle suchen. Hier bauen. Ja, da machen wir das. Bauen wir hier an der Ecke. Und dann will ich jetzt, dass es gespeichert bleibt. Verdammt ich nochmal. So. Hier kommt eine Tür hin. Ich muss mal mein Getränk aus der Hand nehmen. So. Zack. Da kommt unsere Tür hin. Dann kommen die Standard-Lego-Bausteine. So. Jetzt bauen wir eine Standardhütte hier. Kenne ja nix. In Rot wird die gebaut. Nein. 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 So. Komm. Komm, Freund. Nein. So, jetzt drehen wir das Ganze. Es ist noch ein bisschen laggy, finde ich, ehrlich gesagt. Das müsste... Also, als ob man da irgendeinen Zusatzbeschleuniger anmachen müsste. So, die Wände werden in grün. Die werden ganz hart in grün. So. 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 La, 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 la. Herrlich, herrlich. So. Ich glaube, ihr wisst schon, auf was das hinauslaufen wird. Ich werde es jetzt ohne Let's Play weiterbauen, die ganze Geschichte. Aber ich werde es veröffentlichen. In 2D. Ich stimme denen zu. Ja, nee, es ist nicht 3D, es ist ein Gebäude. Drück auf Veröffentlichen. Dein Bock teilt es nur mit anderen. Ja, dann geben wir hier doch noch einen Google Plus. Könnt ihr auch mal am Fett spielen, Google Plus Account checken. Mal ein Bauwerk ansehen. Und jetzt hängt es hier rum. Sehr schön. Jetzt können wir mal wieder rauszoomen.
Jetzt sind wir wieder in Berlin gelandet. Ich krieg die Krätze. Das ist doch doof. Ich habe doch extra Karlsruhe ausgewählt. Das ist doch einfach nur schlecht, wenn ich jetzt hier Karlsruhe auswähle und will hier eine Parzelle haben. Klicke ich hier hin, doppelt. Dann kommt hier irgendeine Leckerei. Okay, das funktioniert scheinbar einfach noch nicht so richtig, wie man sich das vorstellt. Ja, dieser Platz ist noch frei. Wenn ich jetzt mal hier bauen, Standortermittlung. Ja, genau hier will ich bauen. So, zack, da kommt mein Stein hin. Ein großes T. T und Punkt. Wissen die Leute, was Sache ist? Halt, in anderer Farbe. T, Punkt. So. Veröffentlichen. Jetzt kam hier so ein Klicken. Ja, so. 2D, allgemein. Ja, bin ich einverstanden. Veröffentlichen. Ihr seht doch den Standort. Zack, Google Plus. Ja. Fett am Start, Bauwerk ansehen. Ich fasse es nicht. Ich glaube, ich bin schon wieder in fucking Berlin. Nein, jetzt bin ich richtig. Endlich, wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch mal vorbei. Mein Name ist Tim und ich bin raus.